Hey, Freunde, und willkommen zurück zu Thief 4. Im letzten Part sind wir hier auf Shutter Island gelandet. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Und ja, wir sind in der Irrenanstalt gelandet. Es ist gruselig. Ich bin echt gespannt drauf, wie das Ganze hier wirkt und wie es wird. Auf jeden Fall können wir jetzt hier hoffentlich keine Brüste beobachten. Oh Gott. Oh fuck, du blöde... Scheiße. Was ist hier denn los? Das ist Outlast, was wir hier spielen. Nehme ich auf? Ich hoffe, ich nehme auf, ey. Oh, das wäre so scheiße, wenn dieser Schocker... warte mal, wir machen dich ein bisschen lauter. Du hast ja irgendwie... Boah. Du hast hier irgendwie kein Kraft in der Stimme, du Idiot. Vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Ja, ja, genau, nur wegen Ehren, genau. Und vielleicht Schubladen durchsuchen, in denen Unterwäsche von Ehren zu finden ist. Nur um sicherzugehen, dass sie wirklich hier ist, ne? Ja. Oh Gott. Was geht denn hier ab, ey? Was geht denn hier ab? Frauenabteilung, ey. Da oben ist, glaube ich, Frauenabteilung. Gehen wir mal hoch, ja. Gruselig. Gruselig. Bin gespannt, was... Oh! War ich das? Okay, das sind meine Platschfüße. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Gewehr, aber es ist nur ein Besen. Aber eigentlich, ja. Ist das gleiche Gewehr oder Besen? Ich kann mit beiden tödlich umgehen. Mit dem Besen habe ich sogar mehr Möglichkeiten, den Gegner umzulegen. Können wir jetzt hier durch? Auf der anderen Seite? Oh, da liegt was. Das können wir uns holen, das glitzert, aber muss mich zurückhalten, muss Ziel verfolgen. Oh oh, Blut. Hier können wir auch weiter. Aber auf... Ah, Moment mal. Nee, das ist... Ah, versperrt, scheiße. Ja, soll ich da jetzt runter oder was? Komm, wir gehen mal runter und schauen mal, was ist da so... Das überlebe ich nicht, das überlebe ich nicht! Wir müssen hier lang. Und dort höre ich schon irgendwie einen Poltergeist rumpoltern. Stehen bleiben! Wer ist da? Wer flüchtet vor mir? Gott, wir werden hier nie wieder rauskommen. Das ist... Hier war ich schon. Ah, scheiße. Okay, hier war ich schon. Moment mal. Das heißt, hier muss es irgendwie einen Weg geben. Ah, hier geht's runter. Das ist gut. Ah. Upsi, das Seilfall gehört mir. Ah, das heißt, wir sollten vielleicht auch ein bisschen nach oben gucken. Vielleicht müssen wir uns irgendwie mit einem Seilfall nach oben katapultieren. Oder... Auch nicht. Glitzer! Nur Silber. Eklig. Ja, keine Lust, ganzen Schränke zu durchsuchen. Da sind wir noch bis 2015 hier, bis wir das Spiel durchgespielt haben. So viele Schränke und Schubladen. Dort keine. Nobody got time for that. So, gehen wir mal runter hier. Einfach mal weiter. Okay, gut, hat sich erledigt. Oh, Mann. Wo muss ich denn hier hin? Das kann ich auch nicht... Das ist verschlossen. Ah, ich muss da aber irgendwie hin. Diese Tür haben wir aufgemacht und hier gibt es auch keine Möglichkeit. Ha! Das heißt, wir müssen wieder hoch. Ja, das war wahrscheinlich der einzige Schocker. Durchs Fenster. Sehen wir auf der anderen Seite jemanden plötzlich? Uns vielleicht? Kommt da gerade etwas näher, da auf der anderen Seite? Das ist wie ein Rollstuhl, der auf uns zufährt. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Dann gehen wir mal hier hin. Zack. So. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast da. Aber auch nicht. Scheiße, ich muss da durch. Kann ich mich da durchquetschen irgendwo? Oben? Hier. Ah, Schlüssel benötigt. Was hat er
mit einer Heilanstalt zu schaffen. Der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um ihn zu stehlen und die Linguistin zu quälen. Falls mir... Ah. Ich muss mich wohl einfallen lassen. Ja. Nee, ich glaube nicht, das ist eigentlich eine gute Sache, sich jetzt hier irgendwie einweisen zu lassen, weil... Wir sind voll abgedreht, Mann. Wir sind voll abgedreht. Machen wir uns nichts vor. So, hier ist der irgendwo, bestimmt. Guck mal, hier war ich noch gar nicht. Hier, Schubladen durchsuchen. Nein. Tintenfass, super. Gar nichts. Ach, guck mal, die wir schon durchsucht haben, die können wir nicht mehr. Doch. Doch, können wir. Ups. Oder? Nee, gar nicht. Aha, Abwesenheit. Das checken wir auch gleich mal ab. Da sind da auch wieder Hinweise. Ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen. Das weiß ich. Aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hinkst. Lass dich von Dr. Stedman untersuchen. All unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange so ein Schutz hier auf dem Pfirsich ist. Auf dem Pfirsich ist? Auf dem Pfirsch ist. Okay. Ah, guck mal, hier können wir drehen. Oh mein Gott. Hä? Was war das? Habt ihr es gehört? Natürlich habt ihr es gehört. Ach guck mal, wir können sogar runter machen. Nee, lass mal oben jetzt hier den Scheiß. Hallo? Hä? Hey! Der... Moment mal, Ich hab's doch hochgedreht, oder nicht? Und weg! Schnell! Yes! Da passiert gar nichts, Ich frag gar nicht erst. Wie gesagt, wir wollen uns eh einweisen, freiwillig. Also ist alles okay. Ihr müsst nichts dafür unternehmen. War da gerade was? Was lang gelaufen? Oh Gott, meine Fantasie spinnt schon. Sie spielt mir Streiche, meine Fantasie. Mein Gehirn will mich zum Durchdrehen bringen, endgültig. Aber nein, ich bin stark. Mein Geist ist stark. Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen werden immer schlimmer. An manchen Tagen kann ich kaum noch klar sehen. Ich sollte meine Symptome dokumentieren, aber könnt ihr euch durchlesen, wenn es euch interessiert. So, mich eigentlich auch. Wo sind... Oh, guck mal hier. Ein Patient nach meinem Geschmack. Falls er den Schlüssel hatte, fange ein Dieb mit einem Dieb. Aha, okay. Also hat ein Dieb den Schlüssel geklaut und irgendwo versteckt, und zwar da hinten. Da werden wir jetzt hinhinken. Er ist hier drin. Was war das? Was ist eine Maus oder meine Füße? Sehen alle gleich aus. Maus oder meine Füße. Pff, kein Unterschied. Erstmal den ganzen Gabel aufheben. Ui, ein Löffel. Und ein Sammlerstück. Nice. Das war ein Schlüssel. Okay, gut. Wenn so Schlüssel aussehen. Das nehmen wir auch mal mit. Zack. Warum nicht? Und jetzt geht's auf in die Frauenabteilung. Aber ich find's hier eigentlich ganz süß hier. Und hier haben wir auch jemanden zum Vernaschen. Habt ihr ihn gesehen? Komische Geräusche. Oh Mann, ich hab ständig Angst, dass mir gleich wieder irgendwie was in die Fresse guckt. Da steh ich voll nicht drauf, Mann. Und rein damit, zack, in die Frauenabteilung. Hat das irgendeine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir weiter. Hey, also hier rein kann er ja eigentlich nicht. Das heißt, wir verschließen jetzt die Tür erstmal. Zack, weil er braucht ja den Schlüssel dafür. Oder können Geisteskranke durch verschlossene Türen gehen? Ach so, ganz vergessen.
Ach genau, jetzt haben wir da hinten das Ding geöffnet und können da jetzt hin. Gibt es irgendein Geheimnis oder sowas? Nein. Ah! Hey! Rede mit ihm! Rede mit ihm! Was ist los mit dir? Warum stehst du da einfach so rum? Und weg ist er. Wie mysteriös. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Finde Informationen über Aaron. Okay. Kein Problem. Ja gut, hier finde ich sie wahrscheinlich nicht. Wo ist die Unterwäsche? Wo verstecken die Unterwäsche? Wahrscheinlich in einem extra Abteil. Glasscherben. Das heißt, wir werden gleich irgendwie verfolgt, wenn hier Glasscherben rumliegen. Was soll das denn sonst heißen? Wir speichern einmal ganz kurz. Zack. Ah, guck mal hier. Hier sollen wir rein, oder was? Gibt es eine Möglichkeit von oben rein, oder? Wie komme ich da rein? Verdammt. Durch diese Tür, aber... Die ist verschlossen. Oh, Schloss knacken. Gut, machen wir das mal. Vielleicht verbirgt sich hier hinter was. Zack. Alles klar. Und... Oh! Wow! Du Arschloch! Alter! Du brennt alles, ey. Wo ist es jetzt hin? Ey! Da oben liegt was. Willst haben? Ich brauche etwas... Andere essen Eiscreme, um wieder runterzukommen. Ich brauche Glitzerzeug. Ganz viel Glitzerzeug. Du hast mich einfach erschrocken. Blut. Dort, wo Blut ist, sind immer meistens Hinweise. Oder auch nicht. Na super, meine schönen Lederstiefel wieder eingesaut. Und das nächste Schloss. Ich freue mich jetzt so. Na komm. Es sind hier immer im gleichen Bereich, die ganzen Dinger. Immer rechts unten. Ne? Okay, was habe ich? Irgendetwas. Lektionen. Wiederholen beruhigt den aufgewühlten Geist. Die Abwesenheit von Aufregung erhöht die Heilung. Lärm ist ein Feind des Wohlbefindens. Gehorsam ist das erste Zeichen der... Lärm ist Feind des Wohlbefindens. Okay, klar. Verstanden, ich werde schon keinen Lärm machen. Message ist angekommen. Oh, hier. Ja, mach auf! Geht nicht. Ha! Meine Güte. Wo soll ich denn hin jetzt hier? Ich weiß es gerade nicht so wirklich. Oh. Oh. Sehr schön. Oh. Na, was gibt es hier? Gar nichts? Gar nichts. Gut. Naja, wir müssen jetzt eh da rein. Aber vielleicht kommen wir auch in den Raum, wo ich gerade reingeguckt habe. Der war ja hier hinter mir. Moment, schauen wir mal ganz kurz. Sehr schön. Hier war ja das mit diesem, genau, mit dem Feuer. Und da ist der Raum. Na komm, runter. Sie kann nicht bleiben. Das ist zu gefährlich. Was gehört? Und wieso kann ich nicht von hier aus... Nein. Nein, ich will wieder hoch. Ich will wieder hoch. Ich will hier nicht. Nein. Die Tür ist offen. Rennen wir einfach mal hin. Ich wusste gleich, du machst Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Begib dich zum Behandlungsflügel, genau. Ich kommentiere auch extra ein wenig, weil ich die Atmosphäre wirken lasse, okay? Das müsst ihr verstehen. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit quatschen und die ganze Atmosphäre zerstören mit irgendwelchen dämlichen Witzen.
Da ist Feuer. Feuerbrett, haha. Seht ihr? Das ist nicht gut. Okay. Du darfst nicht fahren! In dir sitzt keiner! Du darfst nicht... Der Ball. Habt ihr gesehen, den Ball? Quetschen wir uns mal weiter durch. Und... anheben. Begib dich zu einem Behandlungstrack, okay. Gut, Freunde, dann mache ich jetzt erstmal hier einen kleinen Schritt. Wir machen im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr seid heiß drauf. Ich hoffe, euch gefällt das. Mir gefällt die Atmosphäre sehr, die Stimmung. Könnte man einfach so ein einzelnes Horrorspiel entwickeln, das genauso ist, genauso abläuft. Ja, das wäre cool. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Thief. Und schau mal, welche Geheimnisse noch auf uns warten. Bis dann.